und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Wir befinden uns heute im leider düsteren und sehr, verregneten Tamriel. Regen sehe ich zwar jetzt nicht, aber ich höre es zumindest die ganze Zeit donnern. Und zwar haben wir hier eine Aufgabe, dafür müssen wir allerdings noch ein Stückchen höher. Es hat etwas Wunderbares, ohne Ziel durch die Straßen einer Stadt zu streifen. Ja, das ist ganz toll. Ich laufe mal ein bisschen hier hinten rum, damit das alles nicht so lange dauert. Achso, wir waren schon beschäftigt. Okay. Ich sollte vielleicht die Namen wieder einstellen, dann ist es einfacher. Was habt ihr? Ach, Mensch. Geh mir hier auf den Sack. Ehrlich. So, ich mach mal die Namen wieder an. Lieutenant Eran. Ich mach's auch wieder aus. Orks und Rotwardonen arbeiten zusammen? Ihr geht in die falsche Richtung, oder? Bis auf ein paar Sturschädel fliehen alle aus Velynhafen. Wartet. Ihr seht nicht wie ein Angsthase aus. Vielleicht könnt ihr uns helfen, die Stadt zu verteidigen. Habt ihr hier das Sagen? Königin Iron hat mich aus Grünschatten hierher geschickt. Ich habe in diesem Tollhaus genauso viel zu sagen wie alle anderen. Aber ich habe keine Zeit für Diplomaten. Wartet. Ihr seid keine unterwürfige Diplomatin. Mir ist es ehrlich gesagt gleichgültig, wer ihr seid, solange ihr uns bei der Verteidigung von Velynhafen helfen könnt. Velynhafen verteidigen? Was ist geschehen? Eine Streitmacht der Rotwardonen ist an Land gekommen und greift Velynhafen an. Sie müssen eine Abmachung mit dem Drublock-Clan der Waldorks geschlossen haben, denn dessen Krieger griffen zur gleichen Zeit von den Hügeln her an. Hauptmann Kularalda war an den Docks. Sie ist entweder tot oder wurde abgeschnitten. Daher habe ich jetzt das Kommando. Wie kann ich euch helfen? Zivilisten wurden von den Drublock in der Markthalle und in der Magiergilde eingekesselt. Rettet sie! Der Feldwebel kann sie bewaffnen und einen Gegenangriff unter dem Banner der Fäuste des Talmor auf die Beine stellen. Sagt ihnen, dass sie zur Kaserne der Kriegergilde kommen sollen. Wir werden sie dort treffen. Ich werde die Zivilisten retten. Die Drublock haben den Marktplatz überrannt. Aber ein paar Leute aus der Stadt haben in der Magiergilde und in der Markthalle Schutz gesucht. Konzentriert eure Suche auf diese Gebäude. Macht ihnen den Weg frei und schickt sie zu uns in die Kaserne. Dort gruppieren wir uns neu. Warum sind die Fäuste des Talmor in Velynhafen? Die Königin hat uns geschickt, um die grüne Dame zur Stadt Silvenar zu eskortieren. Aber die Rotwardonen und der Drublock-Clan haben sie zuerst erreicht. Der Hauptmann weiß aber mehr als ich. Ich hoffe nur, dass sie noch lebt. Dass sie noch lebt? Was ist eurem Hauptmann zugestoßen? Hauptmann Kularalda war an den Docks, um die Würdenträger zu treffen. Stattdessen kamen die Rotwardonen. Sie ist wahrscheinlich im Kampf gefallen, aber falls sie noch lebt, dann werden wir sie retten. Würdenträger? Über wen sprecht ihr? Die Königin hat uns geschickt, um die grüne Dame zur Stadt Silvenar zu eskortieren. Aber die Rotwardonen und der Drublock-Clan haben sie zuerst erreicht. Der Hauptmann weiß aber mehr als ich. Ich hoffe nur, dass sie noch lebt. Das hast du schon mal gesagt. Glaubt ihr, dass die Zivilisten in der Lage sein werden, die Stadt zurückzuerobern? Ich glaube, es ist einen Versuch wert. Die Königin zählt auf uns. Und da der Hauptmann tot oder vermisst ist, fallen ihre Pflichten nun an mich. Ich werde Velynhafen nicht kampflos aufgeben. Und ich glaube, seine Bewohner sehen das genauso. Ja, warum sind die Fäuste da? Haben wir ja schon mal gefragt. Die Königin hat uns geschickt, um die grüne Dame zur Stadt Silvenar zu eskortieren. Wer sind der Silvenar und die grüne Dame? Die Tradition der Bosmal besagt, dass der Silvenar ihre spirituelle Seite ist, während die grüne Dame ihre körperliche Seite repräsentiert. Wenn beide Seiten miteinander vermählt werden, sind die Bosmer in sich ruhend und ausgeglichen. Derzeit gibt es einen neuen Silvenar und eine neue grüne Dame, die noch nicht vermählt sind. Neu? Was ist mit den Alten geschehen? Der ehemalige Silvenar und die frühere grüne Dame waren diplomatische Gesandte der Königin. Sie brachten die Bosmer dazu, mit dem Dominion zusammenzuarbeiten und so weiter. Aber sie sind beide vor kurzem gestorben. Ihre Nachfolger absorbieren irgendwie ihre Geister. Ich weiß nicht, wie das tatsächlich vonstatten geht. Ja. Wie das funktioniert, das kann ich leider auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass es irgendwie funktioniert. Die Invasoren sind am Strand gelandet.
Ja, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ich muss zur Magiergilde. Gucken, ob wir reinkommen. Ich war doch schon drin, ihr Pfeifen. Da, kriegst du das Ding in die Fresse. So. Kann doch nicht angehen, dass man schon durch die Tür durch ist und dann trotzdem noch angegriffen wird hier. Schweinerei. So. Wir lesen natürlich ein bisschen was. Lesen bildet, ne? Merkt euch das. Ich bin mir jetzt gerade noch nicht sicher. Wir müssen wahrscheinlich nach oben, nehme ich mal an. Drum, drum, drum. Zeigt nichts an. Imriel. Bishati höher. Sieht die nicht? Also sie hat mich nicht gesehen. Er interessiert mich nicht. Wegen ihn habe ich ja nicht gefragt. Aber sie hat mich nicht gesehen. So, da ist er. Oder sie. Hört sich nach einer sie an. Hallo? Hallo? Ich würde gerne mit Ihnen sprechen. Was ist das denn? Wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Hast du gerade hier gespawnt? Darf ich dich jetzt sprechen? Ich kann es nicht glauben. Ich werde alles verlieren. Geht zur Kriegergilde. Lieutenant Irene braucht Hilfe gegen die Invasoren. Kämpfen? Ich weiß nicht mal, wie man eine Waffe hält. Was kann ich schon tun? Ihr könnt an der Seite der Fäuste des Talmor kämpfen und Velynhafen zurückerobern. Die Fäuste des Talmor? Ich dachte, sie hätten Velynhafen aufgegeben. Wenn sie noch hier sind, gibt es vielleicht noch eine Chance. Nun gut, ich werde helfen. Sehr schön. Macht das. Ich schnapp mir zwischenzeitlich das Bücherregal. So. Das ist alles zum Klauen. Okay. Oh, hier ist aber... Gut. Dann müssen wir wieder raus. Warum ist das eigentlich alles zu klauen? Eigentlich sind wir doch auf deren Seite. Wo sind die anderen Zivilisten? Links von uns in der Magiergilde ist noch was. Das war jetzt die Kriegergilde, wo wir waren, ne? Drum, drum. Da ist der Eingang. Die haben jetzt nicht gerade nochmal in der gleichen Gilde was gezeigt, oder? Die Invasoren haben die Brücke überquert. Sie haben die ganze Stadt eingenommen. Die Fäuste des Talmor brauchen Hilfe bei der Rückeroberung von Velynhafen. Die Fäuste des Talmor? Ich dachte, sie wären davongelaufen. Aber wie können sie unsere ganze Stadt zurückerobern? Es gibt nicht genug von ihnen. Ich habe gehört, der Hauptmann wäre in der ersten Welle getötet worden, zusammen mit ihren Leuten. Lieutenant Irene trommelt eine Miliz an der Kriegergilde zusammen. Nun, sie haben mich. Gebt mir eine Waffe und ich werde lernen, wie man kämpft. Danke, dass ihr mich gefunden habt. Ich glaube nicht, dass ich alleine etwas hätte unternehmen können. Definitiv nicht. Ich will hier nichts stehlen. Ich will eigentlich nur das Bücherregal lesen. Moment, da ist aber noch was. Höher. Okay, die werden uns wahrscheinlich eh entdecken, aber wir schleichen hier mal ein bisschen durch, damit es ein bisschen schneller geht. Warum kann ich eigentlich gerade so schnell schleichen? Ich bin etwas verwirrt. So. Mal schauen. Ach, da. Komm her. Lass mich mit dir reden. Verdammte Droblock. Wenn ich eine Waffe hätte, würde ich ein paar ihrer Kehlen aufschlitzen, bevor sie mich kriegen. Macht euch zur Kriegergilde auf. Die Fäuste des Talmor haben Waffen für euch. Die Fäuste des Talmor leben noch? Und sie haben Waffen? Gut. Ich schlage Schädel lieber mit einer Keule als mit bloßen Händen ein. Findet Lieutenant Irene. Er baut eine Miliz auf. Ich kann es gar nicht abwarten, es diesem Droblock heimzuzahlen. Hoffentlich hat der Leutnant einen guten Morgenstern. Ich mag Waffen, die man schwingen kann. Jo,
Den könnt ihr auch haben. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt keine Ahnung, was er da so für Waffen hat. Kommt der mit hier raus? Ja. Ich wusste es. Wieso? Müssen wir jetzt nochmal zurück? Haben wir da einen übersehen? Wo hat er sich denn versteckt? Rechte Seite. Ach, hier unten. Oh, ernsthaft? Dann müssen wir dich leider umbringen, weil ich denke, ich komme nicht an dir vorbei, ohne dich umzubringen. Ich halte zwar nichts von Gewalt, aber... Wir werden sterben! Wir werden alle sterben! Oh Gott. Geh zur Kriegergilde. Lieutenant Irene braucht Hilfe beim Vertreiben der Invasoren. Allein? Ich kann doch nicht allein gegen sie kämpfen. Ich habe gesehen, was sie den anderen angetan haben. Habt ihr die Leichen denn nicht gesehen? Wenn Nein. ich mich hier verstecke, dann nehmen sie sich vielleicht, was sie wollen und verschwinden wieder. Die Fäuste des Talmor brauchen jeden, den sie kriegen können. Wirklich? Der Talmor ist immer noch hier? Ich hörte, ihr Hauptmann wäre davongelaufen oder getötet worden. Vielleicht haben wir mit ihnen auf unserer Seite doch noch eine Chance. Valyn-Hafen ist meine Heimat. Ich werde für sie kämpfen. Sehr gut. So will ich das haben. Und jetzt raus hier. Na, oh, ich hab's gewusst. Ich wollte gerade noch sagen, und jetzt raus hier, damit die nicht wiederkommen und unnötig alles in die Länge ziehen. Aber nein. Das war einfach. Ja, einfach ja, aber es ist auch einfach überflüssig. So, das sind unsere Leute, oder? Okay. Moment, mit euch muss ich nicht sprechen. Zeigen wir den Drumlock, wem diese Stadt gehört. Genau. Jetzt sehe ich Leichen. Ja, gute Arbeit. Ich werde unsere Freiwilligen so schnell wie möglich ausbilden. Leutnant Eran hat nicht auf uns gewartet. Er nahm ein paar der temperamentvolleren Zivilisten und ging über die Brücke. Er denkt, der Hauptmann lebt noch. Soll ich ihn für euch aufhalten? Nein, aber ich möchte nicht, dass ein guter Offizier für jemanden stirbt, der schon längst tot sein könnte. Leutnant Eran ist jung, aber er ist einer der besten Leutnants, die wir haben. Der Hauptmann, sagen wir es mal so, an solchen wie ihr besteht kein Mangel. Ihr habt keine sehr hohe Meinung vom Hauptmann, oder? Ihr seid aber scharfsinnig. Als der Auftrag kam, dass wir eine Ehrengarde für die Grüne Dame sein sollten, hat Hauptmann Kularalda an so vielen Strippen gezogen, wie sie nur konnte, um das Kommando zu erhalten. Anerkennung bedeutet ihr alles. Das Kämpfen nichts. Ich bin bereit, den Lieutenant zu suchen. Ja, ich weigere mich, Leutnant zu sagen. Ich gebe es zu. Man ist es halt einfach gewöhnt, Lieutenant zu sagen. So, wo ist er? Nun? Gut, ihr habt es geschafft. Habt Dank, dass ihr diese mutigen Männer und Frauen versammelt habt. Jetzt haben wir eine Chance. Feldwebel Lirani rät zur Vorsicht. Meint sie das? Ich bin überrascht. Der Feldwebel ist eine der härtesten Kämpferinnen, die ich kenne. Wir dürfen nicht locker lassen. Der Hauptmann ist entweder im Kampf gefallen oder sie braucht unsere Hilfe. So oder so müssen wir weiter vorrücken. Was, wenn euer Hauptmann tot ist? Bis ich Gewissheit über ihr Schicksal habe, ist es meine Pflicht, zu versuchen, sie zu retten. Hauptmann Kularalda und ihre Männer waren an den Docks, als die Rovada angelandet sind. Sie könnte es bis zum Leuchtturm geschafft haben, aber ich weiß es nicht. Was sollen wir als nächstes tun? Wir müssen den Rest der Brecherküste alarmieren. Ich möchte nur für den Fall, dass wir den Hafen nicht zurückerobern können, einen Läufer nach Tiefwalden schicken. Ich werde weiter vorrücken, trotz der geringen Aussicht, dass der Hauptmann noch lebt. Aber ich habe da eine Idee, für die ich eure Hilfe benötige. Was benötigt ihr? Die Drublock halten das Tor, das landwärts aus Valyn-Hafen führt. Ihr müsst es für den Läufer freimachen. Sobald der Weg frei ist, blast in das Signalhorn und einer unserer schnellsten Läufer wird die Kunde nach Tiefwalden tragen. Die Straße freimachen und das Signalhorn blasen? Das kriege ich hin.
Der Rest der Miliz und ich werden die Drublok davon abhalten, dieses Gebiet in Schutt und Asche zu legen. Ich werde eines der Gebäude auf dem Hügel zu meinem provisorischen Hauptquartier machen. Trefft uns dort oben, sobald der Läufer durch das Tor ist. Okay. Kleine Anmerkung übrigens am Rande. Ich musste jetzt gerade einen Cut machen, weil ich König tierischen Hustenanfall hatte. Kennt seinen Platz. Er hat keinen Versuch unternommen, das Planetarium selbst zu benutzen. Ja. Und, ach, hier ist jetzt auch nochmal eine neue Quest, die ich eigentlich immer gerne zusammen mit der anderen Quest erledige. Ah, Moment, wir machen erstmal, sobald das obere Tor frei ist, wir machen erstmal das Tor. So, können wir hier so vorbeischleichen? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Ja, doch, okay. Aber wahrscheinlich werden wir den trotzdem dann haben. Also was ich eigentlich sagen wollte. Es kann sein, dass ich zwischendurch immer mal wieder Hustenanfälle bekomme. Gerade war es auch so weit. Also wundert euch nicht, wieso kann ich jetzt nicht mehr ins Tor blasen, genau. Ins Horn blasen. Also wundert euch nicht, sollte mal zwischendurch der ein oder andere Cut kommen. Das liegt nur ich an meiner Stimme. Ich bin auf dem Weg nach Tiefwalden. Wünscht mir Glück. Okay, viel Glück. So. So, findet das Hauptquartier vom Lieutenant. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Wenn wir jetzt die Quest noch nebenbei machen. Wie war das jetzt? Drum, drum, drum. Ich habe nur keine Lust, jetzt hier alles zu verlängern, indem ich kämpfe. Moment, hier? Nee. Ich muss darum. Ich mache mir hier mal das Ding an, damit ich überhaupt sehe, wer wo ist. Hier müssen wir rein. Ihr schleicht nicht so leise, wie ihr vielleicht denkt. Ja, ich schleiche ja auch sehr offensichtlich an euch vorbei, oder? Die Miliz? Geht es Ihnen gut? Ich wollte sie anführen, aber die Drublok... Die Miliz ist hier. Es sieht aus, als hätten sie es geschafft. Ich konnte nicht auf sie warten. Bin vorgelaufen. Viel zu weit. Die Ungeduld. Mein Fluch. Der Hauptmann, wenn sie noch lebt. Feldwebel Linari hat jetzt das Kommando. Sie muss jetzt... Muss jetzt Velenhafen retten. Dafür werden sie bezahlen. Oh ja, sie werden bezahlen. Leutnant Eran ist tot. Verdammter idealistischer Bastard. Ich habe versucht, ihn zu beschützen, aber er wollte es nicht zulassen. Wie es aussieht, müssen wir tun, wonach er verlangt. Wir müssen Velenhafen befreien. Aber erledigt zuerst etwas für mich. Tötet das Schwein, das ihn getötet hat. Wisst ihr, welcher Drublok ihn getötet hat? Häuptling Markuk, der Anführer der Drublok. Ich merkte erst, was er getan hatte, als ich hierher kam. Und da war es schon zu spät. Ich wette, er ist im Rathaus. Das große, unbeschädigte Gebäude gleich hinter diesem. In Ordnung, ich werde ihn finden. So gerne ich das Blut dieses Bastards auch an meiner Klinge hätte, kann ich das nicht übernehmen. Ich habe dem Leutnant gesagt, dass ich die Zivilisten beschütze. Ich werde die Miliz in Richtung des Lagerhausviertels vorrücken lassen. Trefft mich an der Brücke, wenn Häuptling Markuk tot ist. Ich kümmere mich darum. Wir sehen uns an der Brücke. Ich hoffe, die Orks verlieren das Interesse an der Stadt, sobald ihr den Anführer der Drublok getötet habt. Verflucht! Leutnant Eran war ein guter Anführer und dem Dominion treu ergeben. Auch wenn er etwas hitzköpfig war. Ich gebe mein Bestes, hier alles zusammenzuhalten. Aber ohne ihn wird das schwer. Ihr dürft euch nicht die Schuld für seinen Tod geben. Geht es euch gut? Wie fühlt ihr euch? Müde, wütend, traurig. Ich will alle Drublok und Rotwardonen in Velenhafen umbringen. Leutnant Eran war der 10-mal bessere Anführer als der Hauptmann. Er hat den Tod nicht verdient. Wisst ihr, ich wette, die Drublok machen nur wegen ihrer Bezahlung mit. Sie werden abziehen, sobald sie merken, dass wir keine leichte Beute sind.
Was, wenn die Dubrok nicht aufhören? Dann werden wir weiterkämpfen, bis sie abziehen oder Hilfe eintrifft. Die Königin wird eine Armee schicken, um den Silvenar und die Grüne Dame zu schützen, sobald sie davon hört, was in Velynhafen geschehen ist. Also kämpfe ich. Und ich werde weiterkämpfen. Komme, was wolle. Ihr respektiert euren Hauptmann weniger, als es Lieutenant Eran tat. Warum ist das so? Ich denke anders über den Hauptmann, als der Leutnant es tut. Tat. Hauptmann Kularalda war schon immer eine kleine Zuchtmeisterin, was an und für sich nichts Schlechtes ist. Aber ich war nie der Auffassung, dass sie aus dem richtigen Holz geschnitzt ist, um Truppen in eine Schlacht zu führen. Was meint ihr? Nichts. Alles. Ich weiß es nicht. Es ist nur so ein Gefühl. Ungeachtet dessen, was der Leutnant meinte, finde ich, dass die Rovada viel zu leicht anlanden konnten. Wir hätten eine Warnung erhalten müssen. Aber daran lässt sich jetzt auch nichts mehr ändern. Okay, dann werden wir mal das machen, was sie möchte und den Typen aufsuchen. Schnell und leise rein und raus und dann hauen wir wieder ab. Moment, wir müssen da rein, ne? Nehme ich mal stark an. Ja. Die große Frage ist jetzt, was lässt mich so zurückbacken? Das ist die große Frage. So, Hauptmann. Schieß mich tot. Du bist jetzt tot. Durch Feuer und Schwert. Du bist gar nicht der Hauptmann. Okay. Angriff! Hier ist noch ein Buch. Bastian, du übernimmst die und ich übernehme den nicht vorhandenen Hauptmann. Doch, da ist er doch. Ah! Das ist die, alte Socke. Wo bleibst du? Jetzt kommt der Kleine auch noch und will, dass ich mit ihm spiele. Geht's noch? Er kam gerade so süß auf mich zu. Mama, was machst du denn gerade da? Bist du mit denen im Spiel? Das sah irgendwie niedlich aus. Okay. Die haben wir alle platt gemacht. Die kamen jetzt quasi alle nach oben. Ne? Dann können wir hier raus. Sprecht mit Lieutenant Feldwebel. Moment. Hä, wieso oben? Oder wollten die jetzt, dass ich da rausgehe und dann da runterspringe oder was? Oder steht die hier? Nee, die steht aber nicht hier. Och, das ist immer so komisch gemacht. Das ist doch wieder... Ja. Sagen wir mal nichts zu, ne? Okay, jetzt müssen wir die erstmal suchen. Weil wir jetzt komplett woanders sind und keine Ahnung haben, wo wir jetzt eigentlich sind. Ist das die da unten? Ja, ne? Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Glück wie wir. Ist der Anführer der Drublok tot? Ja, ist er. Er ist tot. Gut. Ich hatte auch ein wenig Glück. Ich habe unsere Miliz hinunter in Richtung der Docks geschickt. Sie warten auf mich, damit wir die Eindringlinge angreifen können. Ich kann euch an den Docks treffen. Nein, wir brauchen eine Ablenkung, damit ich die Zivilisten in Stellung bringen kann. Die Eindringlinge laden gerade ihre Vorräte ab. Sie anzuzünden sollte genug Ablenkung sein. Die Vorräte, meine ich. Verbrennungen sind zu gut für diese Eindringlinge. Was werdet ihr tun, während ich die Vorräte verbrenne? Meine Mannschaft wird sie von hinten angreifen. Bis ihr mit dem Verbrennen der Vorräte fertig seid, werden sie sich längst aufgeteilt und verstreut haben. Wir greifen sie an den Docks an, während ihr die Lagerhausseite übernehmt. Wir werden sie ausrotten, wie das Ungeziefer, das sie sind. Seid ihr dabei? Warum sollten die Invasoren Vorräte in Velynhafen abladen? Ich werde nicht dafür bezahlt, so etwas zu wissen. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass es hier nicht um ein bisschen Piraterie, sondern um die Speerspitze einer Invasion geht. Aber ich bin keine Offizierin. Das Kämpfen ist mein Beruf. Wie dem auch sei. Verbrennt die Vorräte.
Das sollte ihre Aufmerksamkeit erregen. Bereit? Warum verbrennen wir nicht alle Vorräte in den Lagerhäusern? Die Lagerhäuser enthalten Nahrung und Vorräte für Vellynhafen. Auch wenn ich sie lieber verbrennen würde, als sie den Eindringlingen zu überlassen, ist die Lage noch nicht so verzweifelt. Beschränken wir die Zerstörung auf ein Minimum. Nur für den Fall, dass wir die Stadt zurückerobern. Ich verstehe. Ich bin bereit zum Aufbruch. Ich werde die Miliz zum Angriff beordern, sobald wir genug Rauch sehen. Wenn wir sie überraschen können, werden wir sie zum Leuchtturm vorantreiben. Falls wir es nicht schaffen, war es mir eine Ehre. Ach, das schaffen wir schon. Ich habe bisher alles geschafft, was ich wollte hier. So, betrete das Lagerhausviertel. Da sind schon wieder welche. Ihr nervt einfach nur. Haut ab. So. Stirb, wollte ich eigentlich sagen. Ich würde die am liebsten schnell und leise umbringen. Das Problem ist, dass ich die Quest mit euch noch nicht gemacht habe. Da müsste man nämlich die dunkle Bruderschaft anfangen. Und ich wollte jetzt nicht alles so kreuz und quer machen, sondern schon nach der Reihenfolge. Entzündet es! Ja, will ich ja, aber ihr steht noch im Weg rum. So. Numero uno. Aber irgendwas haben wir jetzt hier übersehen. Moment, ist das oben? Mal gucken. Ja, das ist oben. Okay. Okay, Numero due. Käse. Nee, Kiste. Achso, ich habe Käse. Und un, dos, tres. Da ist Nummer 3. Ich bin jetzt heute, wie gesagt, nicht ganz so gesprächig, weil ich immer versuche, nicht zu husten. Deswegen, die einen werden jetzt froh sein, dass ich nicht so viel rede. Die anderen werden jetzt sagen, auch schade. Die, die froh sind, der Anteil wird wahrscheinlich höher sein, nehme ich mal an. Da oben müssen wir hin. Lupendach, Lupendach. Aussterben! So. Brennt es nieder. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ach, stirb doch einfach. Mensch, so schwer kann es doch nicht sein. Hallo. Du sollst sterben. Ich habe keine Angst vor euch. Basti, warum sollst du auch Angst vor mir haben? Ihr habt es geschafft. Die Miliz zeigt sich von ihrer guten Seite. Wir haben es geschafft, den Anführer der Rovada im Leuchtturm einzukesseln. Ich überlasse euch die Ehre, ihn auseinanderzunehmen. Ich kann das machen. Ich werde die Miliz weiterkämpfen lassen. Wir halten euch den Rücken vom Rest der Rovada frei, während ihr euch um ihren Anführer kümmert. Wenn er erst einmal tot ist, werden ihre Reihen zusammenbrechen. Da bin ich mir sicher. Wir sind so weit gekommen. Wir werden diese Schlacht noch gewinnen. Wer sind die Rovada? So nennen sich die Rotwardonen aus dem nördlichen Tamriel selbst. Vellynhafen hat früher mit Händlern der Rotwardonen Handel getrieben. Also haben sie sie aus Respekt Rovada genannt. Heutzutage ist es eher ein Fluch, denke ich. Nun gut, ich gehe in den Leuchtturm. Basti, komm mit. Wir haben was zu erledigen. Partysprengung. Ich wollte eigentlich keine Ulti machen, aber so geht's auch. Ja, wir können wieder raus. Ihr habt es geschafft. Bei den Göttern, der Leutnant wäre stolz.
Wir haben die meisten Rovada-Invasoren getötet oder gefangen genommen. Die Miliz wird keine Probleme mehr mit ihnen haben. Es klingt, als hättet ihr euch da draußen gut geschlagen. Ja, das haben wir. Die Drublok sind aus der Stadt geflohen, nachdem sie erfahren haben, dass ihr Anführer getötet wurde. Wir haben die restlichen Rovada besiegt, bis auf ein paar wenige, die sich auf ihrem Schiff verschanzt haben. Um die kümmern wir uns später. In der Zwischenzeit haben wir eine interessante Entdeckung gemacht. Die wäre? Die Fäuste des Talmor von Velynhafen sind die Ehrengarde des Silvenars und der Grünen Dame. Doch Hauptmann Kularalda, ihre Anführerin, hielt sich unter den Docks versteckt, ohne einen Kratzer am Leib. Wo ist sie? Immer noch in ihrem Versteck. Ich habe ihr ein paar Wachen an die Seite gestellt, falls sie zu verschwinden versucht. Oder die Zivilisten sie lynchen wollen. Sie hat eine interessante Geschichte zu erzählen. Ihr solltet sie euch anhören. Geht es euch gut? Der Sieg heilt alle Wunden, genau wie das Lachen. Und ich bekam heute von beidem eine ordentliche Dosis. Natürlich liegt noch die trostlose Aufgabe vor uns, hinter den Invasoren aufzuräumen. Aber wenigstens gehört die Stadt wieder uns. Ich werde jetzt losgehen und mit dem Hauptmann sprechen. Das solltet ihr. Ihr werdet schon sehen, womit der Leutnant und ich uns herumschlagen mussten. Ich gehe zur Stadtmitte zurück, um mich zu vergewissern, dass alles wieder sicher ist. Ich treffe euch im Lagerhausviertel. Okay, dann bleibt nur noch die Frage zu klären, wo die jetzt genau ist. Irgendwo hier geradeaus. Ah, da unten. Die ist ja immer noch versteckt darunter. Das ist empörend. Ich bin Hauptmann der Fäuste des Talmor. Mit welchem Recht hält mich ein bloßer Feldwebel fest? Wenn meine Vorgesetzten erfahren, was heute geschehen ist, wird Feldwebel Linari vors Kriegsgericht gestellt. Was ist geschehen? Wir haben die Schiffe inspiziert, als ein Wachmann Segel Ahoi oder etwas ähnlich Sinnfreies rief. Es ergab überhaupt keinen Sinn. Schließlich erwarteten wir ein Schiff. Ich sagte den Leuten, dass sie aufpassen sollen. Habt ihr einen Alarm ausgelöst? Um vor der grünen Dame wie eine Närrin dazustehen? Natürlich habe ich keinen Alarm gegeben. Als der Feind angriff, wusste ich sofort, dass wir überwältigt werden würden. Ich organisierte den Rückzug und versteckte mich, bis Verstärkung eintraf. Warum habt ihr euch versteckt? Warum habt ihr euch nicht gewehrt? Wie könnt ihr es wagen? Ich habe getan, was ich tun musste, um meine Untergebenen zu retten. Dass der Leutnant dem zum Opfer fiel, war ärgerlich. Wenn er nur gewartet hätte. Ich bin sicher, dass die Angreifer nur schnell mitgenommen hätten, was sie können. Und Velynhafen wäre mehr oder weniger intakt geblieben. Er ist für nichts gestorben. Ich habe genug gehört. So, dann müssen wir in die Richtung. Sind wir uns schon einmal begegnet? Ich erinnere mich nicht. Ja, deiner Stimme bin ich schon begegnet. Dir glaube ich noch nicht. Die Männer des Hauptmanns sind von ihr genauso angewidert wie ich. Da die Stadtbewohner gegen sie aussagen wollen, haben die Fäuste des Talmor keine andere Wahl, als sie abzusetzen. Sie wird eingesperrt sein, bis wir Nachricht aus Eldenwurz erhalten. Was werdet ihr als nächstes tun? Meine Arbeit. Wir wurden als Eskorte für die Grüne Dame geschickt, aber die Verteidigung der Stadt wird uns noch eine Weile hier festhalten. Ich bin sicher, dass sich unsere Wege eines Tages wieder kreuzen werden. Ja, und wir haben eine überlebende Brust. Eine überlebende Brust, das hört sich auch komisch an. Ein Oberteil, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Gewänder des Webers auf jeden Fall bekommen. Velynhafen ist nicht der einzige Ort, der in Gefahr schwebt. Das ist richtig, grüne Dame. Aber bevor wir jetzt hier diese Aufgabe annehmen werden, werden wir auf jeden Fall erstmal einen kleinen Cut machen, weil wir schon wieder über eine halbe Stunde aufgenommen haben und die Folge ja nicht allzu lange werden sollte. Ja, mein Kleiner, in der nächsten Folge bist du auch wieder mit dabei. Ich freue mich schon darauf, mit euch die nächste Folge zu erleben. Bis dann! Ciao!